Vor 2 Jahren in Albertville beklagte er einen Kreislaufkollaps. Heute aber, da gewann der 29-jährige Russe Sergei Tarasow olympisches Gold im 20-Kilometer Biathlon. Im Schießen handelte sich Tarasow zwar 3-0 ein. Da auch die besten Langlaufspezialisten unter den Biathleten nicht besser trafen, erreichte es Tarasow dennoch zum Olympiasieg. Die Entscheidung fiel allerdings hauchdünn aus. Der deutsche Frank Luck unterlag nur gerade um 3,4 Sekunden. Es war die knappste Entscheidung aller Zeiten im Biathlonsport. Hans-Peter Knobel kam dank guter Schießleistung auf den 33. Rang. Jean-Marc Chablot verpasste eine vordere Platzierung wegen 4-0 bei den letzten Schießübungen und wurde 45. Bei Halbzeit lag er noch an zweiter Stelle.